Schönen guten Tag, der Ära ist wieder da und wir spielen Elex. Ja, so richtig vorwärts kommt man ja immer noch nicht, was mir echt leid tut, aber es ist halt so. Jetzt war wieder meine Sonnenbrille im Bild. Naja, wir haben so ein bisschen das Problem, keine richtig guten Quests zu haben. Also nichts, wo ich sage, hier, kein Thema, kriege ich hin. Deswegen wäre es jetzt, glaube ich, an der Zeit, einfach mal ein paar Sachen zu untersuchen. Die Frage ist jetzt, was wollen wir untersuchen? Ich schaue mir das mal hier so an. Da unten sind wir schon wieder, also mörderisch kriegen wir dann Frack voll. Ich glaube, wir gehen jetzt mal. Ja, wir haben ja hier einen Direktport. Wir haben einen Direktport hier hoch. Das heißt, wir gehen jetzt mal zu den Klerikern. Schauen wir mal, was da so los ist. Was soll uns schon passieren, nicht wahr? Wir gucken mal. Oh, hier lädt es aber lange. Oh, guten Tag. Ui, na hier ist aber nicht schön. Hier ist es gar nicht so schön. Oh, was ist das denn? Ein Wallfahrtsschrein. Hier kannst du beten. Will ich beten? Nee. Guten Tag. Bist du etwa die Verstärkung? Welche Verstärkung? Verdammt, wo bleiben die denn? Ich warte jetzt schon eine Ewigkeit darauf, dass die Leute aus dem Hort mir helfen. Wie soll ich denn Handel treiben ohne Waren? Kannst du mir das sagen? Du bist Händler? Ja. Also momentan nicht. Alles, was ich habe, behalte ich erstmal für mich, bis ich meine Waren zurückhabe. Richtig. Wo man hinkommt, stößt man auf Probleme. Manchmal frage ich mich, ob irgendwann Normalität einkehrt. Warum hast du keine Waren mehr? Weil mein Karren von Monstern angegriffen wurde. Und jetzt habe ich keine Waren mehr, mit denen ich handeln könnte. Bei der Flucht vor den Biestern habe ich auch meine gute Waffe verloren. Das heißt, ich kann mich mit dem Schrottteil, das ich noch habe, nicht mal ordentlich wehren. Hier, pass mal auf. Du willst doch bestimmt in den Hort der Kleriker, oder? Wenn du mir hilfst und mir meine Waren wiederbringst, dann sorge ich dafür, dass du in den Hort kommst. Was hältst du davon? Okay. Wie kannst du mir helfen, in den Hort zu kommen? Ich hätte einen weiteren Händlerausweis für dich. Mit dem lässt Xander dich auf jeden Fall in den Hort. Also, wie sieht's aus? Hilfst du mir? Ich bringe dir deine verlorenen Waren. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Auf die Kleriker im Hort ist einfach kein Verlass. Wer weiß, wann sie mir endlich geholfen hätten. Wo finde ich deinen Handelskarren? Wenn du von hier Richtung Nordwesten gehst und an der Straße weiter Richtung Westen folgst, solltest du ihn relativ schnell finden. Okay. Ich gehe jetzt irgendwie, habe ich schon wieder das Gefühl, dass ich mich schon wieder auf ein Himmelfahrtskommando eingelassen habe. Geschicklichkeit und ein bisschen Intelligenz, dann hätten wir wenigstens mal ein Plasmagewehr. So. Nordwesten. Also hier wachsen auch noch ein paar Blumen. Aber hier ist es bei Weiben nicht so schön wie im Wald. Aber die müssen mich ja hier auch mal... Oh, was bist du denn? Ein kleines Heilkraut. Was die so Straße nennen vor allem. Wir müssen speichern. Tralalala. Denn sonst bin ich gleich wieder kaputt. Und dann war es das schon wieder gewesen. So. Also hier ist schon mehr so Endzeit. So, Stacheldraht, jawohl. Alter. Na, hier sieht's ja aus. So, jetzt kann ich mich nur drauf hoffen, dass die gute Kaya das für mich hier klärt.
Weil ich selber kann ja nichts. Ich bin ja ein Dummdödel. Ein kämpferischer Totalversager. Okay, gibt es noch irgendwelche Kräuter? Bin ich halt die Kräutertante. Wie sieht es denn überhaupt aus? Ach Gott, ja, ich brauche noch eine ganze Ecke EP für die nächste Stufe. Okay, und da vorne sind die ersten Viecher. Ach super, ich habe keine Munition mehr. Ach, herrje, 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 herrje. Na komm. Na greif an jetzt. Na klar, da kommen wieder zwei. Oh je. Du Scheiße. Ich mach halt auch gar keinen Schaden. Na, das war gar nichts. Ja, die Kaya hat zumindest noch mal einen. Jawohl, und jetzt kann die Kaya mal zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Okay, also wir halten fest, ohne Kaya bin ich in diesem Land volle Möhre am Arsch. Jetzt gucke ich mal, ob wir irgendwie drum herumkommen. Gefährliche Gegend. Definitiv, Kaya, ich kann es auch nicht ändern. Schon habe ich wieder zwei an der Hacke. Kaya kämpfen. Das war gut. Boah, Leute, ehrlich jetzt. Ich wollte mir gerade noch einen Heldrank reinzirkeln. Ja, super. Mhm. Das habe ich wahrscheinlich wieder nicht gespeichert. Na klar, habe ich nicht gespeichert. Ach, ich bin so großartig. Warte mal, wir machen noch mal was. Ich gucke jetzt mal, ich brauche. Was habe ich denn jetzt hier an Waffen? Ich habe hier dieses Ding, 22 Schaden. So. Der einzige Zugang zu einem Händler, den ich habe, ist tatsächlich hier oben.
Und dann müssen wir mal schauen, dass wir vielleicht mal eine bessere Waffe hinkriegen. Boah, ich hab echt... Und ein paar Pfeile könnte man sich noch kaufen. Ich denke, ein paar Pfeile wären echt noch eine schöne Geschichte. So eine schöne... Mal gucken. So, schönen guten Tag. Ja, hier war das doch irgendwo. Ja, hier hinten. Guten Tag. Zeig mir deine Ware. Verstanden. So, was hat er denn? Also wir können... Breitschwert 1. Das kann ich schon mal nicht tragen. Breitschwert normal kann ich tragen. Macht aber auch plus 22 Schaden. Bringt mir also keine Punkte. Metallschwinge. Kriegerschwert. Hahaha. Kann ich auch nicht tragen. Setzerbogen habe ich schon. Ehrlich jetzt, der hat nichts. Was ist ein Breitschwert, was ich eh schon habe? Mal ein paar Pfeile. So. Komm, ich kaufe mir jetzt auch mal hier so ein Breitschwert. Verdammte Technik. Ach, heul nie rum. So. Ja, es kämpft sich zumindest schon mal besser. Gut, jetzt probieren wir das ganze Spielchen nochmal. Und gucken mal, ob wir vielleicht die Bestien ein wenig besser mit einem Schwert bekämpfen können. Als mit einer rostigen Axt. Und vor allem haben wir jetzt einfach wieder ein bisschen Munition. Das finde ich ganz cool. So. Kleine Speicherung. Ja, und jetzt tut es mir leid, jetzt müsst ihr euch die ganze Kämpferei nochmal anschauen. Aber was will ich machen, ne? Es ist halt... Dieses Spiel ist schon relativ fies. Hier gibt es noch ein paar Blumen. Wir müssen schon hier runter, denke ich. Es geht los. Schickt doch permanent zwei her. Schwert geht besser. Schwert geht besser. Na komm, lauf, Junge, lauf. So dachte ich mir was.
Ehrlich jetzt? Oh, Leute, ey, es tut mir echt leid, aber das ist natürlich genau auf der Flucht abgestürzt. Na gut. Fakt ist, Bogen ist vom Schaden her weitaus besser als dieses komische Kackschwert. Das heißt, ich werde jetzt mal schauen, dass ich hier mit dem Bogen so lange wie möglich arbeite. Das ist nicht schön, aber vielleicht bringt es ja was. Mich nervt halt, dass die alle immer zu zweit kommen. Wenn ich die mal einzeln ziehen könnte, wäre, glaube ich, echt ein ganz schönes Ding gewonnen. Wir können natürlich auch einfach mal drumherum latschen. Was ist das denn? Gefährliche Gegend. Ein Lavafluss. Und Basalt. Mhm. Probieren das mal, ob wir hier unten lang sind. Oh. Aha. Also hier hinten wird es dann zu heiß für mich. Aber so können wir diese Blutkrallen doch schön umgehen. Kann man auch. Ja. Dann muss ich das halt jetzt auf diese Art und Weise machen. Das gefällt mir gerade nicht so richtig, aber was will ich denn tun? Heilkraut. Ja, sag mal so, wenn das nur einer ist, dann mag es durchaus gehen. Aber eben auch nur, wenn es einer ist. So. Jetzt haben wir uns mal ein paar Pilze rein. Und dann schauen wir mal weiter. Ach, mir missfällt das total, dass ich jetzt hier so rumeimern muss. Das war ja mal gar nicht schlecht. Das war ja mal gar nicht so schlecht, oder? Komm, das muss man mir jetzt zugestehen. Das habe ich gut gemacht. So, man muss sich ja ab und zu auch mal selber loben. So. Dann schauen wir mal hier hoch. Hoffe ich einfach mal, dass hier keine Viecher auftauchen. Das ist schon eine krasse Gegend hier. Ich bin übrigens strutzenblöde. Jäger und Sammler war ja die Quest.
Das ist jetzt nicht so schön. Ja, toll. Jetzt bin ich auch noch falsch abgebogen. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, das ist jetzt für mich der Moment zu sagen, ach komm, Folgenende. Lässt sich ja nun mal nicht vermeiden. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind immer noch dabei, wir kriegen das auch alles hin. Ich hoffe, es gefällt immer noch ein, zwei Leuten. Und ja, auch wenn ich mich erst anstelle wie der erste Mensch, es macht trotzdem Spaß. Das sollte man nie vergessen. Deswegen, jo, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, der Ära.